Und dann würde ich herzlich willkommen heißen, Herr Senator Schweigert. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Haben Sie super auswendig gelernt, muss man sagen. Kurzzeitgedächtnis funktioniert auch hier in Hohenheim, das freut mich. Ja, herzlich willkommen. Sie haben ja schon gehört, ich hoffe, die liberale Hochschulgruppe hat mehr Prozente bei den Stupa-Wahlen zum Studierendenparlament nennen kannst, wie du in der Demiroglu hinten so den Kopf schüttelst. Okay. Wir waren im Prinzip fast gar nicht existent, das hat uns aber nicht, sagen wir mal, daran gehindert, irgendwann mal den Hashtag zu übernehmen, weil sich die großen Gruppen so bekriegt haben, dass sie keinen gewählt haben und so waren wir plötzlich Hashtag-Vorstand. In einer sehr, wie soll ich sagen, netten Zeit. Also ich habe die erste Studentendemo gegen Rot-Grün organisiert, das müssen wir mal hinkriegen. Normalerweise war das in der Vergangenheit immer anders, aber es war schön. Von daher freue ich mich auch, an der Hochschule zu sein. Meine Kollegen finden das nicht so gut, weil natürlich der Deutsche Bundestag sich mit seinen Sitzungswochen nicht nach der Hochschule, übrigens ab 1.1.2013, nach der Universität Geisenheim richtet, sondern die Kollegen, die gewohnt sind, mittwochs morgens Tennis zu spielen mit ihrer Frau, die mussten sich jetzt halt ein bisschen umstellen, weil ich halt dann vielleicht nur donnerstags abends kann und dann mussten sie irgendwie andersweitig einstellen. Aber ich freue mich über die Einladung und ich freue mich über ein Thema, was eigentlich nur Ärger produziert. Ja, ich war gerade tanken auf dem Weg hierher. Ich fahre einen Diesel. Ich habe getankt, relativ günstig, für 1,43 Euro. Gerade eben. Ich habe aber auch schon getankt für 1,59 Euro. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und als Politiker und als Prof kann man 1,5 Stunden Vorträge halten am Stück. Überhaupt kein Problem. Sie zuschütten mit Informationen. Aber ich will ja, dass Sie was mitnehmen von heute Abend. Und deshalb würde ich das gerne ein bisschen interaktiver machen. Und zwar würde ich Sie mal fragen, ob Sie glauben, dass Benzin in Zukunft günstiger wird. Haben wir eine Möglichkeit, dass Sprit günstiger wird? Erst dafür bitte um Handzeichen. Wird günstiger. 1, 2, 3. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ja, wenn die Politik sich raushält, dann wird es schon werden. Dann wird es schon werden. Ja. Ja, ich bin immer dafür. Immer dafür, das ist gut. Ich schließe mich mal am Vorredner da hinten an. Wenn sich die Politik raushält, okay. Wir haben im Moment eine Situation, dass eigentlich die Leute sagen, die Politik soll sich nicht raushalten. Die Spritpreise explodieren, wir können es uns nicht mehr bezahlen. Mischt euch ein. Da kommen Vorschläge, auch hier aus Baden-Württemberg. Baden-Württembergische Landesregierung hat über den Bundesrat einen Vorschlag eingebracht, der heißt, wir wollen das österreichische Modell oder das westaustralische Modell, ich komme gleich dazu, was da dahinter steckt. Aber Sie können sich vorstellen, wenn das Modell westaustralisch heißt, kann es nicht so ganz erfolgreich gewesen sein, weil sonst hätte es ja ganz Australien eingeführt. Also, was kann die Politik tun? Die Politik kann viel tun, weil dieser Markt, Achtung, kein Wettbewerbsmarkt ist. Als Liberaler würde ich ja sagen, naja, also warum sollen wir eigentlich in einen Markt eingreifen? Warum beschäftige ich mich als Politiker überhaupt mit diesem Markt? Und der Grund ist einfach, hier werden Gewinne erwirtschaftet, die nicht in dem, was Sie, ich weiß nicht, was Sie studieren, aber wenn Sie irgendwann mal eine VWL-Grundvorlesung gehört haben sollten, dann wissen Sie, dass eine Wettbewerbsstruktur für Konsumenten- und Produzentenrente und somit für die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt die beste Situation darstellt, wo Pareto optimale Ressourcenallokation, sind vielleicht so ein paar Stichworte, die Sie schon mal gehört haben, irgendwo ganz verkramt in Ihrem Erstsemesterleben. Also es geht darum, im Markt muss Wettbewerb haben. Frage, haben wir Wettbewerb im Tankstellenmarkt? Haben wir nicht. Wir haben 5 marktbeherrschende Unternehmen. Wir haben kein Monopol, also nicht einen, der sagt, muss lang gehen, wir haben 5. Aber die 5 haben deutlich über 60% Marktmacht. Aral, BP, Shell, Total und Conoco. Conoco kennen Sie besser unter dem Namen Jet Phillips. Ja. Das sind im Prinzip die Firmen, die den Markt unter sich ausmachen. Und dann sage ich als Politiker, naja, wenn die sich absprechen und den Preis künstlich hochhalten, dann müssen wir schauen, dass wir da was dagegen unternehmen. Aber man muss fair sein.
eigentlich sind wir als Politiker die größten Profiteure von hohen Spritpreisen. 60% dessen, was Sie in Ihren Tank füllen, geht direkt an mich, also nicht an mich persönlich, aber über verschiedene Preisbestandteile, wir gucken uns die nachher mal ein bisschen genauer an, gehen die alle an den Staat. Und ich habe Ihnen mal eine ganz einfache, eine Ceteris-Paribus-Rechnung mitgebracht, also nicht sehr wissenschaftlich, aber zumindest, wir lassen mal alles konstant und ändern nur eins. Wenn Benzin um 10 Cent teurer wird, an der Zapfsäule, dann habe ich im Jahr 1 Milliarde Euro mehr Mehrwertsteueranteil, nur Mehrwertsteueranteil aus diesem verkauften Benzin. 1 Milliarde Euro. Und mit 1 Milliarde Euro kann man ganz viele tolle Sachen machen. Da kann man so 130 Stück Griechenland retten, da kann man viele soziale Wohltaten tun, also sprich, die Politik braucht natürlich auch Steuereinnahmen. Und nochmal, 10 Cent sind 1 Milliarde Euro. Jetzt kann man nicht sagen, wenn man das machen würde als Diplomarbeit oder Thesis, müsste man sagen, naja, es bleibt ja dann nicht gleich, weil umso teurer der Sprit wird, umso weniger wird getankt und solche Effekte, aber die lassen wir mal außen vor. Merken Sie einfach, 10 Cent mehr, 1 Milliarde Euro mehr Kohle für Herrn Schäuble. Und deshalb ist die Frage, wenn die Politik natürlich davon profitiert, ist eigentlich der richtige Regulator für diesen Markt. Weil eigentlich kann man eigentlich kein Interesse dran haben. Also günstige Spritpreise, um das mal zu sagen, die nicht geschreckt haben, haben recht. Es wird keine günstigen Spritpreise mehr geben. Das ist ein endliches Gut. Die Nachfrage weltweit steigt. Wenn Sie sich anschauen, was in China gebraucht wird, wenn Sie sich anschauen, was insbesondere in den sich entwickelnden Wirtschaftsländern wie Brasilien und sowas, was da unabhängig davon, dass die ja eigentlich alles über Zuckerrohr darstellen, was da im Prinzip an Treibstoff gebraucht wird, dann wissen Sie, das wird bei einem endlichen Gut, die Nachfrage steigt, steigt auch der Preis. Ich war vor 6 Monaten, war ich bei Herrn Bremer in einer Fernseh-Talkshow, hieß Das Duell. Und dann habe ich den Herrn gesagt, naja, was kann man denn, also die Frage war, was kann denn die Politik tun? Ich sage, die Politik kann gar nicht viel tun, aber wir als Verbraucher können viel tun. Wir können zum Beispiel günstig tanken. Was kann der Verbraucher? Der Verbraucher kann günstig tanken. Eine Frage an Sie, tanken Sie dann, wenn es billig ist? Man versucht es. Tun Sie nicht? Nein. Sie tanken nämlich nicht dann, wenn es billig ist, sondern Sie tanken, wenn Ihr Tank leer ist. Oder wenn Ihr Tank sich so langsam gegen Ende neigt. Und dann suchen Sie die billigste Tankstelle. Kann man empirisch nachweisen, das ist so. Aber wer von Ihnen, wenn die ersten 10 Liter verfahren sind und jetzt zählt er, oh, nicht 1,49, 1,39, fährt dann zur Tanke und tankt? Der sagt, hä, wegen den 10 Litern, das lohnt sich nicht. Gibt es jemanden, der das macht? Ja, dem ja. Aber genau das ist richtig, weil die Tankstellen zählen, zu welchem Spritpreis wie oft getankt wird. Und wenn Sie Wettbewerb wollen in diesem Markt, dann müssen Sie dann tanken, wenn es billig ist und nicht dann, wenn der Tank leer ist. Wenn alle Verbraucher das tun würden, dann hätten wir einen deutlich günstigeren Spritpreis. Aber wissen Sie, was in Deutschland der Fall ist? Den Leuten ist das Benzinpreis egal. Ist denen egal. Ich begründe Ihnen nachher auch mal, warum. Sie müssen eines wissen, der Benzinmarkt ist nicht gleich. Kann ich mal mit haben? Ja. Jetzt kommt wieder drauf. Ich kann nicht so wegstehen. Ja, das ist schon. Auch das Fernsehen. Also, weil es gibt nicht die Tankstelle, die gibt es nicht. Ja? Wir unterteilen den Markt in 2 Bereiche. Einmal Straße und einmal Autobahn. Ah, super. Das ist ja Autobahn, kommt gleich. So, in Straße teilen wir das Ganze einmal in Diesel und in Benzin
Bei Autobahnen fallen wir auch in Diesel. Was wir haben, hier hinter haben wir Raffinerien und noch irgendwo ein Großhandel. Warum sage ich Ihnen das? Es gibt eine Untersuchung des Bundeskartellamts, die nennt sich Sektoruntersuchung Kraftstoffe. Und diese Sektoruntersuchung Kraftstoffe, die hat untersucht über mehrere Jahre, wie denn dieser Tankstellenmarkt aussieht. Und jetzt müssen Sie wissen, wer von Ihnen zahlt denn, wenn er tankt? Wer von Ihnen hat Hände hoch? Zahlen Sie bar, wenn Sie... Oder wer von Ihnen hat von Delhi irgendwie eine Karte? Ja, okay. Ja. Alles richtig gemacht. Warum sage ich das? Warum sage ich das? Weil, und deswegen kommt auch diese Unterscheidung, weil in diesen beiden Bereichen 40% des gesamten Umsatzes nicht bezahlt wird. Weil sie einen Dienstwagen haben, weil sie Lkw-Fahrer sind und sie haben so eine SO-Card oder eine Shell-Card oder eine BP-Card und die stecken sie da rein und dann geben sie ihre Nummer ein und die Firma zahlt. Fragen Sie, wenn Sie so eine Karte haben, würden Sie dann darauf achten, wie hoch der Spritpreis ist oder würden Sie einfach tanken? Ich hatte so eine Karte mal. Sie hatten so, ich hatte ja auch so eine Karte. Von Aral. Ich war mal bei einem hat Daddy bezahlt für die Firma. Unternehmen, ja, und hatte einen Dienstwagen und ich kann Ihnen sagen, wie ich getankt habe. Ich habe geguckt, wo kann ich tanken? Aha, SO und BP. Also habe ich geguckt, wo ist der nächste SO, wo ist hier BP? Und da bin ich hingefahren. Aber das heißt natürlich, in diesem Markt funktioniert da kein Wettbewerb. Und da will auch der Verbraucher gar nicht günstig tanken. Er will es nicht. Und das führt natürlich dazu, dass der Dieselpreis, wenn Sie sich das anschauen, in den letzten Jahren im Verhältnis zum Benzinpreis deutlich gestiegen ist. Weil da kein Wettbewerb ist. Und wenn Sie sich diese Sektoruntersuchung, das ist die Kurzfassung, ja, die Langfassung hat 400 Seiten, wenn Sie sich diese mal durcharbeiten, ich habe das mal gemacht, dann stolpern Sie dann über Dinge, die Sie eigentlich gar nicht glauben. Aber die sorgen alle dafür, dass wir in diesem Bereich einfach keinen Wettbewerb haben. Wir haben keinen Markt. Das, was die Liberalen immer fordern, Wettbewerb im Markt ist nicht da. Also erstens, halten wir mal fest, 40% bei den Benzinen ist nicht so hoch, aber auch da gibt es viele, die über sogenannte Händler- und Servicekarten dann tanken. Ja? ADAC bietet sowas an. All die Geschichten, die in sowas gehen, sorgen dafür, dass es weniger Wettbewerb gibt. Und dass der Verbraucher seine Macht nicht ausspielt. Und das ist natürlich für mich als Liberaler ein Punkt, wo ich sage, naja, nicht so toll. Schauen wir uns mal an. Haben Sie eine Vorstellung, was so ein Tankwart verdient an der Tankstelle, wenn Sie für 1,50 Euro tanken? Was hat er davon? Was schätzen Sie? Lauf mal. 1 Cent pro Liter hieß es. 1 Cent pro Liter? Wer ist der Meinung mehr? Mehr? Wer ist der Meinung weniger? Guter Rest hat keine Meinung, das gibt es auch. Oder? Also er hat 1 Cent pro Liter, hat er als Marge. Also wenn ich den Upstream-Gewinn rechne vom Scheich und von der Raffinerie und vom Großhandel, ist es nicht mehr wie 1 Cent. Aber tatsächlich, der Tankwart ist eigentlich der Arme. Der arme Trottel, der fast nichts mehr machen kann. Oder haben Sie schon mal einen Tankwart gesehen, der irgendwie abends seinen Leiter rausholt, an den Monolithen stellt, hochkrapselt und dann irgendwie von Hand hier den Preis ändert? Das werden Sie vielleicht in irgendwelchen alten Filmen von Ihren Großeltern noch sehen, ja? Aber heute läuft sowas nicht mehr, sondern heute läuft sowas zentral. Und selbst bei freien Tankstellen wird es zentral gemacht. Bei Aral zum Beispiel aus Bochum, da sitzt in Bochum eine gesamte Abteilung, Abteilung Preisbildung, und die setzen den Preis hier für Stuttgart-Hohenheim, für Pforzheim, für München, für Hamburg, für Berlin. Und das ist alles zentral ab oben gemacht. Wie läuft sowas? Der Aral-Händler beobachtet den Esso-Händler, den er meistens so irgendwie in Sichtweite hat, und meldet dann Richtung Bochum, wie sich bei dem die Preise entwickeln. Und was wir festgestellt haben in diesem Sektor und
Bericht, dass halt es solche Muster gibt. Es gibt einmal einen, der vorprescht, meistens Shell, erhöht als erster den Preis. Und dann guckt man, gehen die Leute dahin oder bleiben alle bei den anderen Tankstellen? Wenn alle bei den anderen bleiben, dann geht Shell wieder runter. Wenn nicht, ziehen die anderen mit einer, auf die Minute genau, können Sie das nachrechnen, mit einer vierstündigen Verspätung nach. Und da gibt es sogenannte Preissetzungsmuster, die sich über die Jahre herausgebildet haben. Das sind keine Absprachen, sondern die gucken einfach auf den Monolithen. Die wissen einfach, wie der Preis beim Wettbewerber ist. Und dann gibt es diese Muster, die sich einfach ausgebildet haben. Ich persönlich bin der Meinung, wir können sie nicht nachweisen, aber meine Meinung ist schon, dass es da Absprachen gab. Aber das ist halt immer das Problem, wenn ein Marktteilnehmer, nämlich die Tankstellen, komplette Markttransparenz haben. In Bochum wissen die alles. Die wissen in Bochum, wie jede andere Tankstelle, ob es eine Chat, eine Esso, ich weiß nicht, was es hier in Hohenheim gibt, welche Preise die hat, weiß Aral in Bochum. Und zwar zu jeder Stunde. Und dann können die ihre Preise anpassen. Und das sind so Punkte, wo es einfach für mich klar ist, hier funktioniert der Wettbewerb nicht. Wenn Sie sagen, ja, wir haben, das ist so die Standardrechnung, pro Liter 1,42 Euro, dann kostet sie 0,45 Euro, das war Beschaffung. Wenn Sie eine Tankstelle aufmachen, Sie sagen, jeder von uns kann eine Tankstelle aufmachen, ja, müssen Sie für Beschaffung und den Transport, der kommt ja nicht irgendwie mit einem Aral-Fahrzeug, sondern meistens von irgendwelchen halbneutralen Fahrzeugen, MTB oder wie die heißen, also Beschaffung und Transport. Das ist im Prinzip der erste Bereich, 0,45. Dann kommt der Steueranteil. Steuern in der Regel 60% des Endwertes, wenn Sie es auf Benzin machen, in diesem Beispiel 0,655 Euro. Dann kommt die Umsatzsteuer dazu. Das heißt, Sie wissen, in Deutschland, immer auf jede Verbrauchsteuer kommt die Umsatzsteuer dazu. Wenn Sie es zusammenrechnen, dann wissen Sie, jetzt bleibt noch ungefähr 1 Cent oder so Marge. Ja. Das sind, wenn Sie das sehen, sind das, ist es die Zusammensetzung. Und jetzt kann ich ja dem Tankwart nicht vorwerfen, dass er hier 1 Cent verdient. Ja. Womit man Tankstelle um? Die machen im Prinzip ihren Umsatz nicht mit Sprit, sondern mit dem Duplo, das sie kaufen, mit der Cola, mit dem Brötchen. Ja, Sie glauben gar nicht, dass Leute an der Tankstelle das kaufen. Ja, wir haben uns das umsätzlich schon angeguckt, was da alles gibt. Ja, halber Euro sparen mit dabei. Ja. Damit verdienen die ihr Geld. Und im Prinzip das Benzin ist nur das Lockmittel, dass die Leute kommen und einkaufen. Und das zeigt natürlich auch, dass es hier schwierig wird, dass sich ein Wettbewerb herausbildet. Bei Zentralen, bei zentraler Preissetzung, bei so einem hohen Steueranteil, bei wenig Wettbewerb. Aber wir haben in Deutschland, ich sage mal so, 15.000 Tankstellen. 15.000 Tankstellen. Wir haben in Deutschland 15, 14 Raffinerien. Und wenn natürlich dann die Raffinerie in Karlsruhe, wenn Sie sich diese anschauen, dann beliefert die in Ihrem Umfeld, wie viele Tankstellen? 1000. Eine Raffinerie, die alle den Big Five, den großen 5 gehört, die werden alle von einer Raffinerie beliefert. Egal ob da Shell draufsteht oder Aral oder BP oder Freie, das kommt alles aus der gleichen Raffinerie. Das absolute homogene Gut. Nur ein Unterschied. Sie den Spritz, der von der Raffinerie A, ich weiß nicht, wo hier die nächste ist. Bei mir ist Rheinhafen, Karlsruhe, eine Raffinerie. Für Pforzheim ist die geliefert. Die beliefert 1000 Tankstellen im Umfeld. 89 schon früher. 1000 Tankstellen im Umfeld. Und egal, ob diese Tankstellen, die beliefern, Aral heißt oder Jet. Und egal, ob die 10 Cent mehr nimmt für ihren Sprit oder weniger, ist überall das Gleiche drin. Es gibt ja nur 15 Stück.
Ja, also wenn Sie es nicht glauben, Mathematik lügt nicht. Sie gucken so ungläubig, aber es ist so. Es ist einfach das Gleiche drin, absolut homogenes Gut. Super ist super. Vollkommen egal, von wem Sie das kaufen. Jetzt stelle ich die Frage, wie kommt das dann, dass es bei dem einen günstiger wird oder günstiger ist wie bei den anderen? Es liegt daran, dass zum Beispiel, wenn jetzt diese Raffinerie, nehmen wir an, wir wären alle Araber. Und uns würde eine Raffinerie zu 80% gehören, wir hätten noch vielleicht 20% Shell mit drin, aber wir haben 80% von dieser Raffinerie. Er ist Aralhändler und er ist Freier. So, beide kommen jetzt heute Morgen zu mir, oder morgen früh zu mir, und jeder von denen kauft einen LKW, kauft 26.000 Liter. So. Meine Frage an Sie, wenn Sie jetzt Raffinerie werden, zu 80% Aral wird, und er kommt, und nehmen wir an, beide würden Zeta des Paterbus auch über das Jahr hinaus die gleichen Mengen kaufen, und Sie haben als Raffinerie, sagen wir mal, eine Schwankungsbreite von 5 Cent. Zu was würden Sie ihm denn den Sprit geben und zu was würden Sie ihm den Sprit geben? Praktisch dem eigenen, dem Halbkollegen, der Aral drauf hat. Da würden Sie sagen, komm, wenn ich 5% habe, Marge, 5 Cent habe, kriegst du es für 0 Cent Zuschlag. Jetzt kommt der doofe Freie, ja, der uns sowieso ärgert, weil die Freien meistens 1 Cent, 2 Cent günstiger sind. Für was kriegt er es? Er kriegt es eigentlich für diese 5 Cent mehr. Das nennt sich Preiskostenschere. Also ich verkaufe jemandem den Sprit ab Raffinerie teurer, wie er bei ihm an der Zapfsäule kostet. Das ist die Preiskostenschere. Haben wir verboten vor 4 Monaten, gute Regierung, ja, haben wir verboten im GWB, im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, haben wir tatsächlich reingeschrieben, Preiskostenscheren sind verboten. Und die können wir nachweisen, weil wir natürlich wissen, wie die Abverkaufszahlen der Raffinerien sind und wir wissen auch, wie die Einkaufszahlen der Tankstellen sind. Und deswegen können wir Preiskostenscheren über das Bundeskartellamt nachweisen. Na, wir wissen es deshalb nochmal, kein Wettbewerbsmarkt, deswegen mischt sich der Staat ein. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, 40% Preiskostenschere, wo wir sagen, hier funktioniert der Markt nicht. Man bräuchte eigentlich mehr Raffinerien oder die Raffinerien müssten nicht einer Gesellschaft oder zwei von diesen Big Five gehören, sondern, ja, ich will nicht sagen staatlich, das wäre keine liberale Lösung, aber so ist auch keine gute Lösung. Ja. So, aber was kann man dann tun? Was kann man als Staat tun? Zum Preissetzungsmuster komme ich ganz zum Schluss. Weil ich der Meinung bin, das bringt nichts. Es bringt nichts, wenn der Staat festschreibt, was der Sprit zu kosten hat. Und auf das läuft es im Prinzip raus. Ne? Jedes Preissetzungsmodell staatlicherseits sorgt dafür, dass Sie irgendwann mal, also die Österreicher haben in Ostern diesen Jahres, haben Sie den Supergau erlebt, ja, trotz österreichischem Modell kam es dazu, dass der Sprit so teuer war, dass Sie staatlicherseits festgeschrieben haben, was ein Liter Super kostet. Und ich kann Ihnen sagen, also ich bin vielleicht ein guter oder ein schlechter Politiker, das muss ich ja selber überlegen, aber ich bin definitiv ein ganz schlechter Mineralölhändler. Ja? Und das stelle ich mir die Frage, warum soll der Staat festlegen, was ein Liter Sprit wert ist? Ja? Also wir haben ja schon die Parteien unterschiedliche Ansätze, was ein Liter Sprit kosten soll, ohne darauf jetzt näher einzugehen. Aber der Staat kann es im Prinzip nicht regeln, es kann der Markt regeln. Und wie können wir das tun? In einem Markt, der mit 40% gebunden ist, den wir nur 15 Raffinerien haben. Und jetzt gehen wir mal zum Thema Autobahn. Autobahntankstellen? Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Autobahntankstelle hören? Teurer. 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 Wissen Sie warum? Naja, in der Autobahn muss man eher tanken und wahrscheinlich müssen die auch mehr Pacht bezahlen. Der Wettbewerb ist noch geringer. Man will nicht runterfahren von der Autobahn, dann bleibt man drauf. Ja, das sind alles Grüne. Aber das Interessante ist, nein, es geht doch nicht um Ausländer. Nein. Also die meistens, wenn sie in Holland zum Schluss tanken, fahren sie einmal durch Deutschland, tanken wieder in Österreich. Also das können sie schon. Das können sie schon. Aber nein, das ist ganz einfach. Wusste ich auch nicht vorher. Wissen Sie,
Ich muss erst mal anfangen. Die Autobahntankstellen waren mal staatlich. Die Firma Tank und Rasch sagt Ihnen was. Wurde dann in einer rot-grünen Koalition dann so eine Heuschrecke. Wollte man dann wieder zurückholen. Und dann hat der Staat gesagt, wie so ein Autobahnpächter seine Pacht zahlt. Und jetzt halten Sie sich fest. Wie können wir das denn berechnen? Stellen Sie sich mal vor, würden Sie, wenn Sie Staat wären, würden Sie sagen, passen Sie auf, du bist Autobahnpächter hier und Sie wollen partizipieren. Nach was für Modelle könnten wir sich denn vorstellen, nach was er Pacht bezahlen muss? Umsatzbeteiligung. Umsatz? Das können wir noch machen. Geografische. Lage, genau, wäre auch eine Möglichkeit. Ich dachte auch, ja, wenn der viel umsetzt, ja, also der verkauft einen Haufen, dann muss er viel Pacht zahlen. Dann habe ich mal da reingeguckt. Das läuft aber ganz anders los. Achtung, die Pacht an der Autobahntankstelle berechnet sich nach nicht dem Umsatz, sondern dem Absatz der abgesetzten Liter. Und zwar nur nach dem. Nach dem Absatz der abgesetzten Liter. So, jetzt überlegen Sie mal. Sie wären Autobahntankstelleninhaber. Frage an Sie, Sie haben ja ein Wohnheim, Ihr Volkswirtschaftsstudium, BWL-Studium, weil das ist ja alles Studieren abgeschlossen und Sie haben eine Autobahntankstelle und Sie wissen, ich muss viel Pacht zahlen, wenn ich viele Liter verkaufe. Frage, hätten Sie einen Anreiz, wenig Liter zu verkaufen? Hätten Sie. Und Frage, wie kriegt man das hin, dass man wenig Liter verkauft? Indem man den Preis hoch macht. Und wenn es jetzt eigentlich dann so läuft, dass ich mit wenig Litern zu einem höheren Preis zum einen mehr Umsatz habe, aber natürlich dieser Umsatz gar nicht zählt auf meine Pacht, sondern nur die abgesetzten Liter, da brauche ich mich nicht wundern, wenn die Autobahntankstellen immer mal 5 bis 10 Cent teurer sind. Ist ja klar. Aber das ist staatlicherseits festgeschrieben. Ich wusste das bis vor mit Reifen ja auch nicht, ich gebe es zu, ja. Aber man beschäftigt sich natürlich mit einem Thema. Und das Gleiche war, wie hat denn, also wir ändern das jetzt zum 01.01.2013, ja, also Politik guckt sich Probleme auch lang an, aber irgendwann eher. Aber Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, wissen Sie, Gießen. Wenn Sie nach Gießen fahren, gibt es an der Wetterau eine Tankstelle, ich weiß nicht, wer die kennt. Die wechselt so ungefähr alle 5 Monate den Besitzer. Einmal ist es Aral, dann war es Jets, dann war es Esso. So Tankstellen kennen Sie an der Autobahn. Ne? Es lag daran, weil bisher wurde, man wusste, es gibt, ich sag mal, machen wir ein fiktives Beispiel. Aral, Big Five, er hat sagen wir mal 40% Marktanteil. Und dann die Politik festgelegt, also ich sage jetzt nicht, welche Regierung, aber es war die gleiche, die es auch noch gemacht hat, hat dann festgelegt, ja, wenn er 40% Marktanteil hat, sogenannte Quotenmodell, das Wort Quote, wenn er 40% Marktanteil hat, hat die Politik gesagt, dann, also bei den Straßentankstellen, dann bekommt er auch 40% der Autobahntankstellen zugeteilt. So, was heißt das? Das heißt, in einem Markt, in dem der Wettbewerb sowieso nicht funktioniert, und ich sage mal, nicht monopolistisch, das wäre falsch, aber 5 Große habe, haben das die hingekriegt, die 5 Großen, dass praktisch nach dem Quotenmodell sich den ihre Marktmacht noch mehr zementiert hat, weil natürlich, umgesetzt Richtung Autobahn, genau nach dem Quotenmodell von Aral die Autobahntankstellen gekriegt hat. Wir werden es jetzt ändern, ab 01.01.2013, gibt es kein Quotenmodell mehr, sondern es gibt nur noch 35% Quote dieser Tankstellen und der Rest wird über ein Auktionierungsmodell. Also nur, was ist jemand bereit für diese Autobahntankstelle zu zahlen und dann kriegen die das. Und deswegen die Autobahntankstelle Wetterau, das war so die typische Autobahntankstelle, wenn plötzlich mehr Straßentankstellen Richtung Aral gefallen sind, dann mussten die wieder hergeben, ja, und dann wurden sie einfach umgemünzt. Aber daran sehen Sie, dieser Markt funktioniert nicht. Das waren nur 2 Beispiele aus dem Autobahnmarkt, wo ich einfach sagen muss, da brauche ich mich nicht wundern. Allerdings muss man auch sagen, das ist nicht Bild-Zeitung Seite 1. Also
Das ist schon erklärungsbedürftig, wie das läuft mit so einer Autobahnlizenzierung, Tankstelle und Umsatz ist es nicht, sondern abgesetzte Liter. Das kriegen sie nicht in eine Headline gebracht. Ja? Und ich bin der Meinung, wir können als Staat unheimlich viel dafür tun, dass in diesem Markt wieder mehr Wettbewerb herrscht. Und das sind natürlich alles so kleine Schräubchen, an denen man drehen kann, die für sich genommen nicht der große Wurf darstellen, aber natürlich für mehr Wettbewerb sorgen. Ich möchte Ihnen ein weiteres nettes Beispiel geben. Wenn Sie, andersrum, ich habe mal den Ausspruch gebracht, der Preis an der Zapfsäule darf sich nicht nach Ferienzeiten und Feiertagen richten, sondern nach Angebot und Nachfrage. Was ist das? Ist das Populismus? Oder wie sehen Sie das? Damen? Sind Sie der Meinung, dass wenn Sie tanken, jetzt hier, da Unheim, da vorne irgendwo, dass der Preis sich nach Angebot und Nachfrage richtet? Oder sind Sie der Meinung, dass sich der Preis eher nach Ferienzeiten richtet? Eher nach den Zeiten. Eher nach den Ferienzeiten, ne? Also ist doch mein Bauchgefühl. Und dann, ja? Das ist nicht beides das Gleiche. Es fahren ja in den Ferienzeiten die Leute auch mehr. Und genau das ist nicht der Fall. Das ist das Argument der Tankstellenlobby, hat der Timo, ja, dass die permanent blicken und sagen, jetzt blicken die permanent und sagen, dann wird doch auch mehr gefahren. Gucken Sie doch, wenn Osterwochenende ist, warum macht ihr uns einen Vorwurf, dass an Ostern das Benzin teurer ist? Die Autobahnen sind voll. Ja, so. Auch da gibt es in dieser Sektor unter Untersuchung Kraftstoffe. Das ist der Abschnitt G, das weiß ich auswendig, weil das habe ich extra, wieso wie Sie, meine Damen, auswendig, das habe ich auswendig gelernt, weil ich wusste, als ich mit dem Picard bei Heiner Bremer war, wenn ich diesen Spruch, und der kommt natürlich, und da hat man mir vorgeworfen, das wäre Populismus von mir, ja. Es gibt eine Untersuchung, wenn Sie den Zeitraum wissen wollen, kann ich Ihnen den auch sagen, über mehrere Jahre in einem bestimmten Gebiet. Und da haben die untersucht, ob tatsächlich in den Ferienzeiten mehr getankt wird. Und, Überraschung, 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 das ist gar nicht der Fall. Und wissen Sie warum? Es ist deshalb nicht der Fall, weil die Berufspendler durch die Urlauber substituiert werden. Und da natürlich alle, wenn sie Feierabend haben, freitags, mittags oder samstags sich ins Auto setzen, und in Österreich ich ja sowieso nur mein Skiwochenende buchen kann über Ostern, wenn ich samstags anreise und samstags wieder abreise, habe ich natürlich gefühlt proppevolle Autobahnen. Aber es wird trotzdem nicht mehr getankt, weil genau die Leute, die jetzt tanken, die würden sonst auch tanken, nur nicht als Urlauber, sondern als Berufspendler. Und Seite 25, ich kann da zitieren. Aus diesem Grund, also Monopolkommission und Bundeskartellamt, aus diesem Grund erscheint es plausibel, dass die zu Ostern steigenden Kraftstoffpreise auf gezieltes Preiserhöhungsverhalten der Mineralölunternehmen zurückzuführen sind. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Die haben sich angeguckt in Rotterdam, wie sich der Rohölpreis entwickelt hat. Und ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Dem Rohölpreis war das vollkommen egal, ob in Baden-Württemberg ein Feiertag ist oder nicht. Aber natürlich hat in Baden-Württemberg das dazu geführt, oder dann in dem Vergleichsraum, das war auch die Kölner Gegend, in der das gemacht worden ist, dass genau das war. Da war eine Frage. Aber es ist nicht auch Markt, wenn der Kunde bereit ist, zu Ostern 1,70 zu bezahlen, ist nicht genauso, er könnte ja auch mit der Bahn fahren oder fliegen. Ja, klar. Also, so können wir natürlich, also natürlich ist es irgendwo schon so, dass man sagen könnte, das ist ja eigentlich egal, solange es der Kunde zahlt. Das würde ich aber als Liberaler nur dann sagen, wenn es ein Wettbewerbsmarkt ist. Und wenn ich nicht wüsste, dass es Renten gibt, also Produzentenrenten, die aufgrund eines Marktversagens da sind. Verstehen Sie, ich bin dafür, dass der Verbraucher den Preis zahlt, den es zu zahlen gibt. Wenn der Sprit teurer wird, bin ich selbst der, der sagt, der darf keine 2 Euro kosten. Wenn plötzlich ein knappes Gut da ist, ja,
und wir auf dem Wettbewerbsmarkt diesen Marktpreis haben. Ich bin aber nicht bereit zu akzeptieren, dass auf einem Nicht-Wettbewerbsmarkt sich einige aufgrund ihrer Oligopolstellung und ihrer Preisabsprachen den Verbraucher abzocken. Das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ich gönne jedem seine Rendite, jeder soll so viel Kohle machen, wie er möchte, aber bitte im fairen Wettbewerb. Und ich habe Ihnen jetzt so ein paar Beispiele genannt, die Ihnen zeigen, dass der Markt hier nicht funktioniert. Und dann kann ich nicht einfach sagen, naja, der Verbraucher muss es bezahlen. Wenn Sie schauen, was so die Vorschläge sind, was man tun kann, ja, dann ist es so, dass wir eine Art Polemikpolitik haben, die Ihnen sagt, naja, man muss die Freien stärken. Ja. Da muss man aufpassen als Verbraucherschützer. Also frei sind die meisten nicht. Ja, es gibt ganz viele Unternehmen, ich habe hier mal so eine Auflistung, 41% aller Tankstellen laufen unter einer Oligopolmarke. Also Aral, Shell. Da steht Shell drauf und es ist Shell. Dann gibt es 6% der Tankstellen, da hat derjenige tatsächlich eine Tankstelle und verkauft auch weiße Marke. Also sprich, wir haben in Pforzheim sowas Masch und Ölert. Das ist so ein Privatmann, der eine Tankstelle hat, Mineralölhandel, und der bezieht tatsächlich gerade von welcher Raffinerie er seinen günstigsten nimmt. Wie gesagt, in der Regel von einer. Aber es gibt auch Tankstellen mit Markenpartnern. Das heißt, da ist tatsächlich so, dass ich zwar auf der einen Seite der Meinung bin, das hat ja gar nichts mit Aral zu tun, aber faktisch, der ist über einen Marken- und oftmals über einen Margenvertrag an Aral gebunden. Und deswegen sind es nicht nur die eigenen Tankstellen, die Aral hat, sondern auch die Tankstellen mit Marken- und Margenverträgen, die natürlich diese Zementierung dieser Marktmacht auch nochmal darstellen. Jetzt kommen wir mal zu den politischen Lösungsvorschlägen. Also die Union und Teile der Opposition fordern uns immer auf, Österreich zu machen. Österreich heißt, einmal am Tag um 12 Uhr dürfen die Preise erhöht werden. Einmal am Tag, 12 Uhr darf man die Preise erhöhen. Erniedrigen dürfen sie immer. Erniedrigen ist gut. Aber erhöhen dürfen sie nur um 12 Uhr. So, Frage, was ist denn in Österreich passiert? Na, man wollte, wenn ich in eine Podiumsdiskussion gehe und selbst bei Freunden, die jetzt sagen wir mal nicht gerade dem Sozialismus verfallen sind, sagen die mir, das ist eine Sauerei, morgens fahre ich in die Stadt, da kostet es 1,42 und abends fahre ich raus oder eine Stunde später fahre ich raus und dann ist es 10 Cent teurer. Ja, habe ich auch schon erlebt. Nicht das einmal. Sie auch. Da muss man doch dagegen was tun. Der Spritpreis, der schwankt doch in Rotterdam nicht so hoch. Ja, wir haben recht. Der Spritpreis ist eigentlich relativ stabil, wenn Sie sich das anschauen. Stabil hoch. Ja, stabil hoch. Ja. Warum schwankt das? Es gibt Leute, die der Meinung sind, wir müssten diese Schwankung unterbinden. Wir können es tun. Kein Problem. Ich muss 310 Kollegen aus dem Deutschen Bundestag überzeugen, dass wir sagen, kommen wir mal ein Gesetz, das darf nur noch nicht mehr schwanken. Und dann haben wir das Gesetz. Also, das ist eigentlich technisch ganz einfach. Ja? Und ich bin mir sicher, also die Bild-Zeitung, die würde da Hurra schreiben. Ja? Aber was würde passieren? Denken Sie mal nach. Jetzt weg von Bild-Zeitung, Schlagzeile, endlich Spritpolizei, das ist ja die Überschrift, ja. Ja, Sie lachen, das war. Ich wurde da genannt unter endlich Politik macht Spritpolizei, weil ich was anderes gefordert habe, aber die sind einfach so auf ihrem Thema Spritpolizei. Also, was passiert, wenn Sie nur einmal am Tag den Preis erhöhen dürfen? Er bleibt oben. Er bleibt oben. So hoch als möglich. Nee, was passiert, dann ist was anderes.
Sie erhöhen erstmal mehr. Wenn heute die Tankstelle über drei Zyklen nach oben zieht, 3, 6, 9, drei Schritte, a 3 Cent, dann probieren die erst 3 Cent mehr aus. Wenn die sehen, die anderen ziehen nach und es funktioniert, die Leute tanken, hauen sie nochmal 3 Cent drauf. Wenn sie sehen, oh, das war's, jetzt tankt keiner mehr bei uns, jetzt gehen sie alle zu anderen, dann lassen sie es. Wenn sie gleich von 0 auf 9, das führt natürlich dazu, dass sie zwar weniger Schwankungen haben, also sie sind weniger volatil. Also wir können das empirisch sehr schön nachweisen. In Österreich war das so, das war wie bei uns so, sehr volatil. Dann gab es diesen Beschluss, österreichisches Modell. Dann waren die Schwankungen nur so. Aber das Interessante ist, wenn Sie sich das mal statistisch anschauen, und das ist das Problem, dass manche meiner Kollegen im Bundestag nie Ökonometrie gehört haben. Ich weiß, Studenten kann man damit schlagen, aber das Niveau in Österreich hat sich, wenn es deutschländisch, deutlich vom deutschen Niveau nach oben entwickelt. Es schwankt zwar nicht mehr so oft, aber dafür ist der Spritpreis höher. Das sage ich als Verbraucherschützer, das ist nicht sehr sinnvoll. Ja? Wie lange läuft dieses Modell dann in Österreich dann schon? Ja, Achtung, dieses Modell läuft schon relativ lang. Es ist jetzt an den Punkt gekommen, dass der Spritpreis, wie gesagt, Ostern 2012 war es soweit, dass dann der Spritpreis so hoch war, dass die Politik, dass der österreichische Wirtschaftsminister die sogenannte Spritpreisbremse gezogen hat, sprich, der hat festgelegt, ab sofort darf Benzin nicht mehr teurer werden. Das ist nämlich absolut sinnvoll. Ja. Das ist ungefähr genauso sinnvoll wie dieser durchgeknallte Hollande, der Meinung ist, wenn er 3 Monate den Spritpreis senkt, gesetzlich, dass dann alles ganz toll wird. Ja, also, das müssen wir überlegen, was die Politik da teilweise treibt. Also Hollande hat ja im Wahlkampf versprochen, er wird die Spritpreise senken. Alle, guter Mann, spielt total. So, okay, ich bin ja bauchmäßig bei ihm. Ja? So, Achtung. Jetzt senken die den Steueranteil auf Sprit um 10 Cent. Für 3 Monate. Frage an ihn von Aral. Sorry, da muss blau sein. Was würden Sie als Aral tun, wenn Sie wissen, hey, morgen kommt da dieser durchgeknallte Hollande, ja, und senkt die Steuer, den Steueranteil um 10 Cent? Was würden Sie tun? Ja gut, ich würde es halt wieder draufpacken. Ne? Sie würden 8 Cent, Sie würden 8 Cent oder 5 Cent, vollkommen egal. Sie würden halt einfach zwischen 0 und X, also zwischen 0 und 10 Cent, würden Sie draufpacken, der Verbraucher zahlt plötzlich 4 Cent weniger, Sie haben 6 Cent mehr verdient und der Verbraucher sagt, boah, tolle Regierung, hat den Spritpreis gesenkt, hey, 4 Cent war es günstiger und Sie machen den Shampoos auf und sagen, ja, yeah, so viel Geld habe ich nie verdient. Da freut sich der Aktionär, da freuen sich die großen Monopolisten. Also das ist das Dümmste, was man machen kann, ja, aber die machen das. Ja. Nein, da freut sich nicht jeder, weil natürlich, also jeder, der nachdenkt ein bisschen, ne, kommt natürlich sofort zu dem Entschluss, es kann nicht funktionieren. Aber gut, wie gesagt, wir werden es sehen. Also, österreichisches Modell. Das österreichische Modell, Achtung, kann man jetzt noch toppen. Ja? Es gibt noch eine Möglichkeit und das ist das westaustralische Modell. Auch im westaustralischen Modell darf ich nur an einer Uhrzeit, ich glaube 14 Uhr ist bei denen, aber ist egal. Also einmal am Tag den Spritpreis erhöhen, Achtung, aber nur auf den Betrag, den ich 24 Stunden vorher im Internet angekündigt habe. Ich muss also vorher sagen, wie ich morgen meinen Sprit, da nehme ich noch mehr Schwankungen raus. Ist ja klar. Aber wenn Sie Aral und hier der Freie sitzt, überlegen Sie mal, wie würde es in Deutschland einführen. Er muss als kleiner Wettbewerber, der es noch hinkriegt, immer 1 Cent oder 2 Cent billiger zu sein. Er muss 24 Stunden vorher melden, am nächsten Tag erhöhe ich um 2 Cent. Da sagen Sie als Großer, okay, soll er mal tun. Gucken wir mal, ob wir das nicht hinkriegen, dass wir ihn permanent unterbieten. Wir wissen ja, was der macht. Und dann können Sie irgendwann mal als Großer sagen, oh komm, heute gehen wir mal 5 Cent runter oder 10 Cent.
dann wird keiner mehr bei ihm tanken und er hat keine Möglichkeit, den Preis mehr zu erhöhen. Er hat auch gar keine Möglichkeit mehr, das schrittweise zu tun, weil er durch diese Ansagepflicht im Prinzip übernommen worden ist. Also das könnte er nur in einem Gebiet machen, wo es sowieso in 2000 Kilometern Entfernung nur zwei Tankstellen gibt. Ja? Westaustralien. Westaustralien, ja. Ich sage immer, das beste Argument gegen das westaustralische Modell ist der Titel. Weil wenn es nur in Westaustralien gemacht wird und nicht in Gesamtaustralien, dann zeigt es doch, dass es nicht funktioniert. Wie muss ich mir das jetzt da vorstellen? Also da gibt es dann oben eine Seite, wo da jede Firma das veröffentlicht. Die müssen das mal schon ins Bundeskartell anmelden. Ach so, genau. Also genau. Das wird überwacht und bestraft und so, ja, ja. Also. Ja, aber wie ist es dann? Man kann doch irgendwie eine Minute vor der Deadline dann irgendwie seinen Preis, also, oder wir müssen die zu einer bestimmten Zeit das... Nee, sie müssen es halt alle 24 Stunden vorher. Jeder meldet natürlich in der letzten Sekunde, dass sowas nicht passiert. Aber sie haben natürlich als Großer trotzdem die Möglichkeit zu sagen, jetzt gehe ich doch mal 10 Cent runter und guck mal, was passiert. Dann machen sie an dem Tag Verlust. Sie machen am ersten Tag machen sie Verlust, aber alles kommt zu ihnen und keiner geht mehr zu ihnen. So. Und dann muss er reagieren, er hat gar keine andere Chance. Aber die Frage ist, wie tief geht er denn? Durch das, dass praktisch die ganze Dynamik aus dem Markt draußen ist, haben Sie dieses Einstellen des Preises, haben Sie nicht mehr. Und was macht jetzt die deutsche Politik? Also wir sind in der Regierungsverantwortung, haben Sie vielleicht mitgekriegt, und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Also Westaustralien wollte ich nicht, weil ganz dumm. Österreich wollte ich nicht, weil empirisch nachgewiesen, nochmal, wer es nicht glaubt, lesen Sie die Bildzeitung oder den Blick oder wie das alles heißt, ja, von Ostern diesen Jahres, praktisch eine Bankrotterklärung, wenn der Staat festschreibt, was Benzin kostet. Und dann habe ich mir überlegt, naja, was steht denn da noch drin? Außer 40% Diesel, außer Tankstellen, außer. Und da steht noch drin, dass Sie ein gewisses Informationsstand haben über zwei Tankstellen. Wenn Sie tanken gehen und Sie sehen zwei Tankstellen, dann können Sie es ungefähr abschätzen. Gehe ich zu der oder gehe ich zur anderen? Aber der Anbieter, die Anbieterseite, hat alle Informationen über alle Tankstellen. Das habe ich ganz am Anfang mit Bochum Ihnen erzählt. Und jetzt ist die Frage, das ist auch ein gewisses Ungleichgewicht. Eine Fülle von Informationen auf Anbieterseite und so gut wie keine Informationen auf Nachfragerseite. Vollkommene Markttransparenz. Die Kritiker sagen, na, sie ist nicht ganz vollkommen, weil es kann ja sein, es meldet ein Tankstellenpächter mal vom Konkurrent was Falsches. Aber das würde ich als empirische marginale Randnotiz nehmen. Aber im Prinzip volle Preistransparenz und bei Ihnen keine Preistransparenz. Und deswegen haben wir ein Gesetz, die Bildzeitung als Benzinpolizei getitelt, weil sie titeln alles Benzinpolizei, egal was da ist, aber wir haben jetzt ein Gesetz gemacht, das nennt sich eine Markttransparenzstelle, sogenannte Markttransparenzstellengesetz, für Gas und Strom, das war sowieso in Planung, und ab sofort müssen alle Tankstellenbesitzer ihre Preise an das Kartellamt melden. Und jetzt war der erste Vorschlag, einmal in der Woche schaltet sich das Kartellamt auf die Rechner, saugt die Preise ab, und zwar zum Zeitpunkt der Preisänderung. So ein EDV-System speichert ihn ja, du hast um 11.43 Uhr von 1,45 auf 1,47 erhöht, saugt dann diese Preise ab und wertet dann diese Preise aus, im stillen Kämmerlein, dass sie irgendwann mal eine Diplomarbeit oder sowas schreiben können oder dass man Preisabsprachen nachweisen kann. Das war das Einzige. Also wir sammeln Daten, das ist Datensammelstelle, um dann nach 3 Jahren sagen zu können, gab es Preisabsprachen oder nicht. Und da habe ich mich eingemischt in diese Thematik. Da habe ich gesagt, Leute, das kann es nicht sein. Wir können nicht Bürokratie einführen für die Tankstellen, was es definitiv ist. Und dann einmal die Woche die Daten abgreifen, dass irgendwelche Leute in irgendeinem Bundeskartellamt irgendwelche Daten analysieren und nach 3 Jahren feststellen, es gab Preisabsprachen oder es gab keine. Dann habe ich gesagt, als Verbraucherschützer fordere ich, das haben wir dann subtil über manche Pressemitteilungen dann gemacht,
dass diese Daten ins Internet gestellt werden und in Echtzeit abgerufen werden. Ja, dann kamen so EDV-Fachleute, die mit 80 Jahren im Deutschen Bundestag sitzen und sagen, in Echtzeit, was das für ein Aufwand ist. Ja, dann habe ich denen gesagt, pass mal auf, wenn ihr eine GUI macht, also eine Graphic User Interface, die im Prinzip diese Daten oder Programm schreibt, das die Daten ausliest, ob der einmal die Woche das ausliest oder alle 5 Sekunden, ist für den Programmierer und für alle, die es erfassen, vollkommen egal. Weil es ein Algorithmus, der dahinter steckt. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Internetverbindung. Da haben wir mal geguckt. Es gibt tatsächlich, glaube ich, 3 Tankstellen in Deutschland, irgendwo so im Bayerischen Wald, die kein Internet haben. Ja? Okay, also für die gibt es eine Ausnahmeregelung. Aber alle anderen im Prinzip, ja, müssen das machen. Wenn man auch noch, weil dann die Leute sagen, boah, zu viel Bürokratie. Okay, haben wir so eine Schwelle reingemacht. So ganz kleine Tankstellen müssen es nicht. Aber das sind die, die mich angeschrieben haben, die gesagt haben, Schweigert, wir wollen da mitmachen. Weil es wird jetzt jetzt nicht sofort, aber das ist schon mal gerade im Aufbau, diese Markttransparenzstelle wird dann die Daten ungepoolt ins Internet stellen. Und dann kann jede App oder auch, und das ist viel wichtiger wie eine App, weil wer geht vorher zu Hause an seinen Rechner, sagt, ich will tanken, wo fahre ich denn hin? Ja? Das macht ja keiner. Aber jeder von uns hat ein Navi oder fast jeder hat ein Navi im Auto. Wenn jetzt dieses Navi mir zeigt von meiner Strecke von Hohenheim nach Pforzheim, welche Tankstelle ich mit welcher Umfahrung des günstigsten Sprit im Moment anbietet, dann werde ich dahin fahren. Also was ich gemacht habe, ich sorge dafür, dass die Informationsasymmetrie abgebaut wird. Die werden weiterhin alles haben, aber der Verbraucher kommt jetzt so langsam in eine Situation, wo er zumindest nicht ganz ebenbürtig, aber mehr Informationen hat. Ja, dann ist immer noch das Problem da, naja, wenn die dann schnell die Preise wieder ändern, stimmt das noch und so weiter. Ja. Aber faktisch, wir verringern den Abstand der Informationsasymmetrie. Und das beste, das größte Kompliment war für mich, wo die Anhörung war, wo die Experten dann da waren, saß vor mir ein Volkswirtschaftskollegen, Professor, der also gesagt hat, das wäre das Dümmste, was wir machen könnten. Weil der Verbraucher kann mit der Information gar nichts anfangen. Es ist viel zu viel Information. Also nach dem Motto, da müssen wir uns einen ransetzen, der dann dem Verbraucher sachgerecht serviert, pass auf, das sind die 5 günstigsten Tankstellen auf deinem Weg von A nach B. Und das sind die 3 günstigsten Tankstellen hier in Hohenheim. Ja? Das war der Doktorvater von Frau Wagenknecht. Als er das gesagt hat, wusste ich, dass meine Idee ganz gut ist. Ja? Weil natürlich können Sie sagen, okay, der Verbraucher ist unfähig, mit so einer Datenmenge umzugehen, aber die gehen ja nicht in die Rohdaten und gucken sich die an, sondern dann wird es Apps geben und da als Liberaler sage ich, da, es gibt schon genug, gibt clevertanken.de, die werden das dann nutzen, die haben dann eine bessere Datenbasis in Echtzeit und zwar von allen und zwar nicht nur von denen, mit denen die bilateral jetzt das Zeug gemeldet kriegen. Und von daher können wir einfach für mehr Wettbewerb sorgen, weil ich dann tatsächlich weiß, lohnt es sich, 3 Kilometer weiter zu fahren, um erst dort zu tanken, oder gehe ich jetzt doch an der tanken, wo es teuer ist. Das ist auch nicht der Wurf, der jetzt, sagen wir, Benzin billig macht. Ne? Das Thema war ja, was sagt die Politik? Für mich geht nur ein mehr Wettbewerb in diesem Markt, diese Wettbewerbshindernisse, die ich Ihnen so wild skizziert habe, abbauen, mit der Markttransparenzstelle dafür sorgen, dass die Verbraucher, es wird erst durchschlagend sein in 2-3 Jahren, wenn die Navis umgestellt sind und so weiter. Das weiß ich auch. Aber sie müssen so einen Weg mal gehen. Weil sie sonst auch als Politik irgendwann mal kapitulieren müssen und sagen, okay, ich akzeptiere das, wir haben hier Big Five und die holen ihre Oligopolrenten ab und wir machen nichts dagegen. Das kann eigentlich auch nicht Aufgabe liberaler Politik sein. Und damit möchte ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Wie gesagt, kann ich ja noch 2 Stunden drüber reden, aber mich interessiert, was Sie interessiert. Oder vielleicht haben Sie die ein oder andere Anmerkung oder den ein oder anderen Vorschlag, was man da tun kann oder was Sie interessiert. Und deshalb möchte ich es erstmal hier bewenden lassen und sage aber danke für Ihre Aufmerksamkeit.